Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dungeon Siege. Wir haben drei super Verstecke gefunden und eins noch außerhalb des Tempels, also vier Verstecke gefunden. Und ich bin sowas von, ja, erfreut, dass ich die nochmals gefunden habe und dann noch so leicht. Schon toll, also wenn man weiß, wo man suchen muss, ist es relativ leicht, aber ihr müsst bedenken, ich habe das 15 Jahre lang nicht... Ja, 14 Jahre lang nicht gespielt, das Spiel. Also ich hab's eventuell mal kurz Let's Played. Das, ja, weiß ja nicht, was ich gerade gemacht habe, aber das war wirklich nicht das Spiel einzustempeln. Hammer habe ich da mal. Ist nicht so gut, wenn ich hier so viele Sachen habe. Ich will unbedingt den Stab. Ah, haben wir schon. Okay, hat sich erledigt. Ja, es ist Magie. Also ein Zauber. Also ich muss eventuell sogar einen dritten Part machen, weil es geht noch relativ lang bis nach Ding, Stonebridge. Sonst machen wir das einfach verkehrt herum. Wir gehen wieder ein bisschen zurück. Aber, ja, das ist leider nun mal so. Genau, hier war der Steinbruch, also wo Stein runtergekommen ist. Die Krüge, die müsst ihr nicht immer kaputt machen. Also ich mache es jetzt wegen dem Zauber nicht. Benutzt am besten einfach Feuerball und später den Feuer. Nein, Regen war es nicht. Es war... Ah, Explosionspulver können wir jetzt verwenden. Ach, schade. Reicht nicht aus. Nehmen wir den Feuerbolzen einfach wieder mal. So. Also in den Krügen gibt es meistens Gold. Das müsst ihr wissen. Und von den Skeletten halt auch immer wieder. Aber, ja. Vor allem die einzigartigen Gegner, die sind natürlich die Itemsgeber. Aber in diesem Spiel geben die Items, also die Gegner viel mehr Items, als zum Beispiel im Diablo 3. Also nicht mehr, sondern vielfältigere Items. In Diablo 3 habe ich immer so das Gefühl, ja, außer in Unix-Games immer die gleichen Items. Und zum Beispiel Titan Quest ist noch schlimmer. Und das ist ganz glasklar. Hier in Ding hat jeder Gegner andere Items dabei. Also jede Gegnergruppe hat ein bestimmtes Inventar und daraus schmeißt er dann die Items raus. Sozusagen. Also nicht gerade entwicklerfreudig gesagt. Ja, ja. Oh, ein Rundschild aus Metall. Also ich werde ja auf jeden Fall dann mal auch Nahkämpfe starten oder so etwas. Aber natürlich nicht so, dass ich jetzt nie vorwärts komme in diesem Let's Play, gell? Ich muss einfach ein bisschen Geduld haben. Na, Nahkampf könnt ihr wirklich auch selber schaffen. Und kauft das Spiel am besten bei Steam. Es lohnt sich mega. Oder sonst bitte per CD-Version. Ist viel besser. Ja. Also. Heilen wir uns kurz. Gehen mal kurz hier rein. Ah, das ist hier, ja. Weil ihr hört ja die Gegner schon von weitem relativ gut. Da haben einfach immer wieder aufpassen. So. Ja, ja. Also das Spiel, das fasziniert mich einfach mega. So, wenn ich manchmal ein bisschen abgelenkt bin, aber ich bin so vertieft in dieses Spiel, dass ich
sowas von gut einfach alles erkunde und denke auch. Dankeschön. Was denkt ihr jetzt? Was kommt bald? Also ich kann euch sagen, ein Endboss kommt von diesem Gebiet. Also ein Bossgebiet, also Boss, Endboss, Gebiet, Boss. Und ja, was denkt ihr, ist es? Was sieht man in dieser Gruft? Gar nicht. Aber passt zu dieser Gruft? Spinnen. Ja, also überall Spinnweben. Und wieso kommen die Spinnweben? Wieso sind die Spinnweben überall? Tja. Ja. In dieser Gruft bekommen wir übrigens auch das zweite, der zweite Charakter, aber wir spielen ja Multiplayer, bleiben immer wieder normal. Okay, habt ihr es gesehen? Ah, das ist noch der Gargoyle. Aber ich habe die roten Augen gesehen. Der wird schwer sein. Ja, der hat nicht viel Leben. Ey, es geht nicht. So, jetzt geht's wieder. Boah. Hey! Hallo? Ich habe ihn umequippt. Wie habe ich das gemacht? Vielleicht hier. Ah, hier ist umequippen. Okay. Habe ich eine falsche Taste vielleicht noch gedrückt. Ja, der wird schwer sein auf normal und alleine. Hey, ich hab die Taste gedrückt. Verdammt nochmal. Ja, so gut bin ich natürlich noch nicht. Vor allem einfach, ich muss kilometerweit oben nach oben schauen. Ich schaue doch auf den Gegner und nicht auf die Lebensenergie. Ja, darf ich kurz bitte als Spuck regenerieren? Was, so lange warten? Das ist unfair. So ein Mist, was sollen wir bis dann machen? Eieiei, der macht viel zu viel Schaden. Das ist doch unfair. Das ist nur am Anfang so. Später machen die Gegner natürlich, je nach Schwierigkeitsgrad, hat weniger Schaden. In Elite machen sie natürlich wieder mehr Schaden. Aber, ja. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr sterben. Hoffentlich auch. Ja. Wir werden jetzt die Karte eben durchmachen. Oder? Und danach gehen wir noch ein bisschen ins Easter Egg Level, in den Vulkan und so weiter. Gell? Und besuchen noch den Drachen. Jetzt ist er bald tot. Jetzt ist er tot. Der Herzzerreißer ist ein Bogen, der richtig schön aussieht. Und Stichtreffer sind die kritischen Treffer, glaube ich. Oder die Durchbohrungstreffer, also durchbohren, dass sie viel mehr Schaden bekommen. Und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Eben, das Spiel habe ich so lange nicht mehr gespielt, richtig. Ja. Ich glaube, ich habe es wirklich einmal Let's Play oder so, einfach mit Mods und nicht lange. Also schon mehrmals, aber wir müssen einfach wissen, ich meine Erinnerungen sind meistens an 2002 und nicht an 2014 oder 13 oder so, wo ich das Let's Play habe, gell? Und da habe ich nur, wirklich nur wenige Parts gemacht. Diesmal will ich es wirklich durchziehen. Und hier ist die Ulora. Das ist der erste Begleiter, den wir treffen können im Singleplayer.
Ihr seid entweder ein Held oder der erstaunlichste Dummkopf, der mir je über den Weg gelaufen ist. Tut mir leid, ich kann das fast nicht lesen. Wie dem auch sei, ich danke euch. Ich bin Schreiberin Ulorin Elura. Noch einen Tag und lang Grabsteinschriften für den Krux übersetzen und ich wäre so wahnsinnig wie der alte Fürst Edward geworden. Diese dumpfen Bestien begreifen kaum, wie Feuer funktioniert. Wie kann es sein, dass sie jetzt die Nekromantie beherrschen? Das verheißt nichts Gutes, aber hier werden wir was Neues lernen. Im Osten gibt es einen Ausgang, glaube ich. Also jetzt schließt sie uns an und wir müssen alleine bleiben. Für das Rest des Spiels. Ja, ist halt Multiplayer und da kann man nicht mit 500 Charaktere herumlaufen, oder? Gut. Ja. Also. Gehen wir raus. Jetzt haben wir hier ringsum noch ein paar Sumpfbestien, also die so spucken. Aber die besiege ich jetzt wirklich mal nicht. Also eben, ich will jetzt Feuerbolzen nicht mehr verwenden. Ne? Ihr habt gesehen, ich habe viel mehr ausgehalten. Die Spinne ist übrigens später. Stimmt. Die Spinne ist ja später. Lol. Die kommt ja erst im nächsten Level. Aber das war jetzt ein... Ja, Sumpfsting. Ja, ihr habt es ja gesehen. Ein Vampir-Fledermaus-Töchse. Ja. Aber der macht überhaupt keinen Schaden, hä? Gibt's nicht hier auch noch ein Easter Egg? Moment kurz, ich denke gerade. Es gibt versteckte Pfade am Strand. Und einen Turm, aber der ist ja nicht Easter Egg. Der ist ja nicht versteckt. Sonst keine Ahnung. Nein, hier gibt's keine E6 sonst. Vielleicht, wenn ich vorbeischaue, gell? Wenn ich sehe. Aber sonst gibt's hier, glaube ich, nichts. Außer ein paar Gegner, die halt einzigartig sind. Wie zum Beispiel vor der Gruft haben wir ein paar gehabt. Zum Beispiel ein Goblin. Zwei Goblins sogar. Im Keller war ja auch noch einer. Dann der Leitwolf. Ja, ich muss zu viel trinken. Ja. Eventuell muss ich wieder wechseln. Ah, das sind die starken. Krugsoldaten sind das jetzt. Ich muss wieder wechseln. Ist ein bisschen schade, aber eben. Der haut einfach ab, der Arme. Noch ein Gruxer. Wiederbelebung. Ja, brauchen wir überhaupt nicht. Nehmen wir mit wegen dem Geld. So, haben wir jetzt den Turm, ja. Gut. Hey, nicht so viel. Magische Rüstung, cool. Nehmen wir natürlich mit. Wenn wir das nicht schon haben. Ich glaube, das haben wir schon. Wieso habe ich jetzt so wenig Mana? Ja, magische Rüstung haben wir schon dabei. Nehmen wir doch noch mit. Da haben wir zum Beispiel Fleisch. Ist auch fein zum Schlagen. Und ja, haben noch genug Platz, komm. So. Hier haben wir Gefangene. Missbildung. Okay, gibt es den auch wirklich? Ich dachte, den gibt es erst nach Arana. Dann gibt es gar nicht mal so viele Zauber in Arana dazu, oder wie? Was habe ich jetzt aufgenommen? Feuerbolzen. Ja. Der Bauernkurzbogen habe ich mitgenommen. Geht unbedingt auch um den Turm.
Also ich würde mich freuen, wenn ihr das Spiel kauft. Wegen mir, also. Die Entwickler werden wahrscheinlich nicht mehr so viel bekommen. Aber die werden jetzt wirklich sehr glücklich. Guess Powered Games. Schade, dass es nicht mehr gibt. Die haben wirklich exzellente Arbeit gemacht. Mit den Dungeon Siege Schreien. Und ja. Haben dann aufgeben müssen, weil Dungeon Siege 2 nicht erfolgreich war. Kann ich verstehen, aber kann ich auch nicht verstehen. Das heißt, es ist irgendwie beides. Es ist ein bisschen Demut. Also ich habe sehr viel ja, Kummer wegen den Entwicklern. Das ist so. Wieso haben sie sich mit Microsoft eigentlich angelegt? Das hätten sie schon vor Dungeon Siege machen können. Einfach weggehen. Aber nein, haben niemand tut Microsoft etwas an, aber die können einfach nicht entwickeln. Und das ist jetzt einfach ganz normale Kritik. So. Ich muss hier live, weil hier kommt wieder ein Boss. Ah. Bald explodiert irgendwas. Okay, gut. Jo. Kennt ihr eigentlich das Elira-Tal? Ich glaube, es heißt Elira-Tal. Aber das ist ein Gebiet, das haben nur die wenigsten schon gefunden. Huskar, der Schamane. Schöne Wikingername. Leinen. Ja, brauchen wir halt nicht. Aber ich zeig's euch. Leinen haben 6 Verteidigung, brauchen 13 Intelligenz. Ehrlingsstab. Ich weiß nicht, soll ich immer wieder neue Stäbe ausrüsten? Ich habe immer so das Problem, dass ich dann immer wieder angreife mit dem Stab. Ich immer was umequipen muss. Tja, ja. Also jetzt sind wir mehr als voll, hä? Ja, ja. Aber gut. Wir können leider immer noch nicht den Feuerball, Explosionpulver einsetzen. Und hoffentlich kann bald Feuer sprühen oder so etwas. Einfach die 3 Feuerbälle, oder sind es 4 Feuerbälle? So. Ja, jetzt sind wir hier fertig, jetzt können wir weitergehen. Jetzt haben wir noch 12 Minuten Zeit, muss ich eventuell einen längeren Part noch machen. Was soll ihr denn für cool? Also ich denke, ich mache jetzt so weit, bis es 30 Minuten lang ist. Dann beende ich den Part und gehe dann im nächsten Part zurück, gell? Das ist natürlich wichtig. Sonst, ja, habe ich einfach Probleme, oder? Ich würde ja euch gerne längere Parts machen, aber YouTube hat so viel Probleme mit dem Verarbeiten, dass längere Parts einfach stundenlang noch verarbeiten müssen nach dem Hochladen, hä? Tut mir leid, also. Jetzt ja. Oh, eine Beschwörung, yes! Yes, eine Beschwörung, aber eben, wir können das noch nicht benutzen. Schade. Aber ihr seht, es gibt auch Beschwörungen, deshalb wollte ich auch Magie haben. Sind natürlich nicht gut, nicht so gut, aber... Hey, wieso nicht die Challenge machen, nur Beschwörungen benutzen? Oh, das würde ja so extrem schwer werden. Heftigst.
Aber ich werde sicher noch Challenges machen, einfach halt später beginnen oder so. Ja. Wir machen eine Challenge. Wir benutzen nebensächlich immer Beschwörungen, außer sie sind zu mana-intensiv. Dann nicht. Gell? Und ihr könnt ja auch sagen, welche Beschwörungen ihr unbedingt haben wollt. Einfach dabei sollen überhaupt keinen Schaden machen. Aber einfach, dass eine Beschwörung immer dabei ist. Ja. Haben wir schon mal eine Challenge. Challenges machen Spaß. Also vor allem mich machen sie mega viel Spaß. Und ich euch hoffentlich auch. Ja, geht halt relativ lange hier. Weil die Gegner relativ schwer sind. Aber, wir haben ja Zeit, komm. Das ist ein Genieße-Let's Play. Das ist extra für die Leute, die genießen können. Hashtag genießen. Ja, super. Wie toll. Ein Genießerspiel. Bald haben wir es geschafft mit dem neuen Level von der Fähigkeit Kampfkunst. Kampfmagie meine ich. Ich habe keine Ahnung mehr. Beschlagene Lederstiefel. Die sind sogar, glaube ich, relativ gut. Ich glaube, 4 haben die. Pff, keine Ahnung mehr. Aua! Wir hatten Pfeil drin versteckt und abgeschossen. So lustig. Die schießen einfach irgendwie jemand ab, der im unsichtbar im Fass ist, hä? Komm, bekommen wir bald bitte ein Level Up über. Es geht noch einige Bits. Also, es muss ganz bis oben sein. Ja, natürlich wieder ein Fetter. Was ist denn los? Wieso erwische ich den nie? Ach, hey. Säuredämpfe, wollen wir die mal benutzen? Stink! Intelligenz! Jetzt haben wir wieder mehr Schaden und mehr Mana. Aber wir brauchen extrem viel, oder? Naja. Die Zauber sind noch recht gut untereinander ausbalanciert. Ja, Dämpfe sind natürlich ein bisschen OP, weil sie auch AOE sind, aber später sind sie die AOE-Zauber nicht mehr so OP. Was, du bekommst keinen Schaden? Okay, benutzen wir Feuerball. Jetzt bekommst du Schaden. Ja, ja. Übertreib's nicht bitte, gell? Acht, sechs, nein, sieben. Je nachdem, eins oder zwei Schaden macht der Zauber.
Ah, wir haben jetzt bald Level. So, Rohans, Krohas Rundschild. Können wir kurz ausrüsten. Also, reinlegen. Das sieht einfach so aus und hab Kampfschaden um 5% gesenkt. Wir benutzen jetzt mal diesen Stab nicht und tun ihn wegschmeißen. Oder ja, wir haben ja sowieso der Part zu Ende bald. Ich mache jetzt kurz, ja, 5 Minuten weniger. Dafür nehme ich das noch mit. Dafür tue ich den Krohas wieder bekämpfen. Und eventuell kann ich nicht mehr zurück. Also eventuell kann ich nicht sag schon. Nach Stonehenge, weil mein Level nicht ausreicht. Ja komm, ich mach dieses Level jetzt gerade nochmal, gell? Mach ich das noch ein bisschen weiter. So. Jetzt hier oben ist so ein Kobalt. Stonebridge. Und die Städte sind immer so faszinierend für mich. Leider gibt es sehr wenig. Es ist, glaube ich, nur eine Stadt, die ganz groß ist. Sonst gibt es immer noch kleine Lager und so. Aber natürlich im Multiplayer-Part gibt es ganz viele Städte. Und auch große, also riesige Städte gibt es. Also die letzte Stadt, die ist gigantisch. Komm bitte, mach Level up. Hallo, ich kann das nicht... Ah. Ich habe wieder gewechselt. Immer dieses automatische Wechseln, weil ich die falsche Taste drücke. Ja, ist nicht so gut, hä? So. Ich muss die Tasten einfach mehr merken. Also hier hat es am Strand auch noch zwei Gänge. Hier hinten hat es noch eine kleine Höhle, die nur eine Mulde ist, also nur kurz reingeht. Also ganz winzig reingeht. Komm bitte. Jetzt. Jetzt wissen wir das gleich mal aus, hä? Das war... Ich finde den Zauber relativ gut, aber er ist sehr was von un... ja, ungezielt. Am besten so auf angreifen, hä? Dass er einfach abhaut und dann immer wieder schießt. Ja, es ist halt früher noch nicht so Explosion gewesen, hä? Aber für diese Zeit sicher besser als sonst. Also machen wir den 30-Minuten-Part, hä? Hat der gerade geblutet? Das ist nur ein Effekt gewesen. Seht ihr, der blutet. Aber relativ schnell ist es wieder weg. Boah, von hinten so richtig runter in den Sand, in den Dreck. Ja, und jetzt möchte ich noch kurz Stonebridge zeigen von oben, einfach von nahem. Hier ist der zweite Begleiter. Gut, besichtigen wir mal kurz. Wenn ihr auf der Suche nach Hilfe seid, habt ihr hier kein Glück. Was die Krux nicht auf den Wagen packen konnten, haben sie zerstört oder verbrannt. Sogar Totschläger. Das gute alte Katapult haben sie angesteckt. Obwohl damit kein Stein mehr geschleudert werde, seit ich klein war, hinter dem Wasserfall der Krug steckt, dem Überfall der Krug stecken die Goblins, das weiß ich auch ohne Magie. Aber der Statthalter von Gletschertal muss trotzdem informiert werden. Wir müssen die Goblins jagen.
Oh, das wird noch sehr interessant. Also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, bitte spoilt euch nicht, bis ich dazu komme. Das wird richtig genial und ich möchte es am besten so machen, dass ich einfach für euch ein paar lustige Sachen machen kann. Ja, im nächsten Part werden wir Bücher lesen. Hä? Einfach ein bisschen Bücher lesen, geht ja relativ schnell, sie sind nicht lange. Und ja. Also ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Ah, nochmals eine Stufe, schade. Ich hätte den Wasserspeil noch zum Abschluss gezeigt, aber ja. Ich bedanke mich und wir sehen uns hoffentlich auch wieder im nächsten Part. Im vierten Part von Dungeon Siege 1. Tschüss!